ganz Interessantes ist hier, ich kenne das Fahrzeug jetzt nicht, ausnahmsweise, aber ich sehe ein Maybach-Logo und einen Zeppelin-Schriftzug direkt darunter. So, wir sind jetzt in Friedrichshafen im Zeppelin-Museum und ich würde sagen, wir gehen einfach mal zusammen auf Erkundungstour und gucken uns aber alles an, was wie wo gerade hier so zu finden ist. Komm, geh mal. Ich sehe nämlich hier schon, wir haben hier so ein Modell oder so eine Außenhülle, wie das damals von der Hindenburg. Da steht dran, LZ129 Hindenburg. Man sieht hier, dass die Ausmaße schon größer sind, oder? Was würdest du sagen? Auf jeden Fall. Im Vergleich, also wir haben von Mittelpunkt bis Außenfläche, würde ich sagen, ja, 30% mehr Durchmesser als vorher. Ich denke auch die Außenhaut ist original. Man sieht, das ist silbern und so ein bisschen dicker und stabiler. Was auch ganz interessant ist, die Crew damals, die man brauchte, um so einen Zeppelin, so eine LZ129 in Betrieb zu haben, waren 40 Mann Crew, weil die ja nicht so genau korrigieren konnte mit den Stellmotoren, wie wir es vorhin gesehen haben. Und deswegen mussten die Menschen wirklich den Zeppelin einfangen, wie so ein Wal. Sehr interessant. Unbeschreiblich. Jeder war ja schon vorher mal am Flughafen. Dann sieht man die A320, die kleineren Maschinen. Dann sieht man mal einen A380, zwei Stockwerke. Wir wissen alle, wenn das Ding da hängt, die Triebwerke, der Durchmesser, alles ein gigantisch großes Flugzeug. Und dann das. Das ist, ich glaube, die Erscheinung, wenn du damals da zu der Zeit auf dem Feld gestanden hast, siehst das über dir, konntest du gar nicht begreifen, was da gerade passiert. Das war ja nicht wie heutige Zeit über Internet und Fernsehen, dass man alles verbreiten konnte, sondern du stehst auf dem Feld, hast gehört, es gibt so einen Zeppelin und dann kommt dir das da entgegen. Muss ich wirklich mal vor Augen halten. Ein Viertelkilometer lang, 245 Meter lang, Durchmesser 41,2 Meter. Boah. Leergewicht, was schätzt du? 1500? 118 Tonnen. Gerade haben wir gelernt, waren wir bei 8-9 Tonnen. Bei der 2017er Zeppelin, ich glaube, der war 2010 oder sowas. Hier haben wir 118 Tonnen, Startgewicht 220 Tonnen. Zuladung 11 Tonnen. Motorleistung 4 Daimler-Benz, Dieselmotoren, 16 Zylinder, 1200 PS bei 1600 Umdrehungen. Betriebsstoffvorrat, also der normale Treibstoffvorrat, sind 90.000 Liter Schweröl, Reisegeschwindigkeit 120 km/h. Aber das ist alles hier zu Start, schon das ablesen, wir wollen das alles sehen, mitkommen. Das ganz Interessante ist hier, ich kenne das Fahrzeug jetzt nicht, ausnahmsweise, aber ich sehe ein Maybach-Logo und einen Zeppelin-Schriftzug direkt darunter. 1938, Leergewicht 3,5 Tonnen, Höchstgeschwindigkeit 170 km/h, 12-Zylinder Maybach V-Motor mit 200 PS, 8 Liter Hubraum und Verbrauch von 28 Liter auf 100 Kilometer. Jetzt fragt man sich, wie groß der Tank ist. 135 Liter Tank. Also heutzutage, wenn man retromäßig so ein Ding wieder bauen würde, wäre es eigentlich ganz geil, ne? Genau in dem Stil. Jetzt sehen wir hier so ein Schnittmodell und ich kenne die Bilder von der alten Hindenburg. Ne? Das ist einem bekannt. Man muss auch das Große, aber so groß nicht. Wir sehen hier mehrere Schlafzimmer, Treppenhäuser, einen Salon, wo man essen konnte, so ein anderes Geschäftsraum, Schreib- und Leseraum. Dann gibt es eine Bar, einen Rauchsalon, Küche. Rauchsalon ist natürlich in so einem Zeppelin zu damaligen Verhältnissen ein sehr kluger Raum. Ja, ich glaube, wenn da die Zigarette auf dem falschen Fleck fällt, dann rumst es im Karton. Aber riesengroß. Wirklich riesengroß. Aber ich finde die Vorstellung schon beängstigend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, du fliegst irgendwie 500 Meter über dem Grund, hörst kaum was und da drunten ist jetzt gerade die Weltgeschichte an dir vorbei. Es muss schon eine sehr, sehr elegante Art des Reisens damals gewesen sein, weil man sehr viel Ruhe hatte. Ich denke, es war sehr elitär und sehr teuer. Und man brauchte auch Zeit, weil ich kann mir vorstellen, so ein Transatlantikflug
müssen wir mal fragen. Also ein Transatlantikflug muss ja schon wirklich sehr viel Zeit in Anspruch genommen haben im Vergleich zu einem normalen Propellerflugzeug. Da sehen wir auch so ein paar Flugrouten. Oh, auf die Bahamas auch. Ich komme auch von den Bahamas. Da. Das gibt's doch nicht. Was dazu kommt, du hast ein Fluggerät, was 245 Meter lang ist und du bist wirklich nur nach normalem Kompass geflogen und nach Sicht, ne? Nicht nach neuen Methoden mit Navigation und allen GPS-Werten. Das ist halt alles damals nicht gewesen. Und dann trotzdem mit so einer großen Maschine fliegen, mit diesen Gegebenheiten, das ist halt wirklich schwierig. Vor allen Dingen auch Wettervorhersagen. Du kommst mit dem Ding in den Sturm. Nö. Die Jungs sind damals wirklich auf den Körper gegangen, schau mal. Und haben oben auf dem Zeppelin im Flugbetrieb gearbeitet. Ich glaube, auf den Zeppelin zu gehen, wenn er an Dock ist, ist schon wirklich unangenehm. Aber wir sprechen ja von einer riesengroßen Höhe. Aber in 300, 400 Metern Höhe, dann nochmal rauszugehen, musst du wollen. Ja? Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr anspruchsvoll. Aluminium schmilzt bei einer Temperatur von gut 660 Grad, reagiert das schon, sich zu zersetzen. Und bei einer Explosion, wie zum Beispiel bei der Hindenburg, sprechen wir von einer Temperatur von gut 3000 Grad. Das heißt, das Aluminium hat ja auch eine sehr, sehr hohe Reaktionsfreudigkeit. Das heißt, Reaktionsfreudigkeit nimmt gerne Temperatur auf und gibt auch gerne Temperatur ab. Aber bei 3000 Grad ist ja diese Reaktionszeit sofort überwunden. Und das heißt, das Gefüge an sich, das Konstrukt, was den Zeppelin in der Stabilität hält, zerfällt ja innerhalb von 3, 4, 5 Sekunden, haben wir nicht mehr die Kraft von diesen 1,5 Tonnen oder 3, 4 Tonnen, die über diesem einzelnen Bauteil hängen, zu tragen. Und es kollabiert in sich. Es fängt direkt an, ineinander zu fallen. Und die zerstörerische Konsequenz haben wir gesehen. Was ich auch vorstellen muss, ist, also ich versuche es mal bildlich zu übermitteln. Erstmal, die Kabine ist jetzt nicht zu groß. Das kann man sich vorstellen wie so ein Kleinwagen von innen. In diesem Kleinwagen ist aber der Motor drin. Wir sprechen ja von einem 12-Zylinder V-Motor. Oder gucken wir gleich, was für ein Motor. Ich glaube, da hinten ist nämlich ein Ausstellungsmotor, da können wir eh nur eine Runde reden. Und dieser Motor läuft in seinem vollen Betrieb. Der entwickelt seine Leistung, der baut Temperatur auf. Der Kühler, der Wasserkühler, ist mit in dieser Kanzel drin. Und jetzt hast du deinen Job in diesem Ding. Das heißt, du bist außen an einem 245 Meter langen Zeppelin montiert, in einer kleinen Treppe und arbeitest in diesem Teil, wo der Motor gerade Volldampf gibt, das heißt Geräuschkühle, es ist unheimlich laut, Temperatur muss auch extrem hoch gewesen sein und du hängst außen in 400 Meter Höhe. Eine Jobbeschreibung, die auf jeden Fall komplizierter sein müsste. Das heißt, das sind wirklich noch Jobs, wo Jungs wirklich was leisten müssen. Und dazu kommt ja die Treibstoffversorgung in die Zelle rein. Also die ganzen Leitungen mussten ja alle in Verbindung stehen mit dem Zeppelin selbst. Also wir hoffen, wir finden einen Motor zum Gucken. So, jetzt geht's ins Eingemachte. Wo ich mich ja so ein bisschen frage ist, wir haben ja relativ wenig Luftwiderstand. Wir brauchen gar nicht so viel antreibende Kraft. Wir wollen auch gar nicht so eine große Reisegeschwindigkeit erzielen. Aber wenn wir hier schauen, haben wir riesengroße Motoren. Ich sehe auch, schauen wir mal eben, die Zulufleitungen sind hier drin. Die waren sogar Turbo aufgeladen. Das ist eine Art Turbo-Auflader, den wir hier sehen. Da wir eine Turbine drin haben. Das heißt, wir führen. Aber das ist ein Turbo, der Riemen angetrieben. Das heißt, der vorkomprimiert die Luft, weil die Abgase kommen hier oben raus. Und wir sehen hier unten, schau mal hier, dass über eine Art Stabverbindung sehen wir eine antreibende Kraft, die diese Turbinenräder rechts und links antreibt. Es ist also quasi schon mal ein Biturbo. Also ein sehr sympathischer Motor. Schon mal der richtige Gedankengang. Aber natürlich erzeugt so ein großer Propeller mit der Spannweite von, was ist das? Gucken wir mal eben. Von 6 Meter Spannweite ganz schön viel Widerstand. Der muss dann natürlich extrem gegenbullen, damit er auch wirklich in die Gänge kommt. Aber wir haben von diesen Motoren 4 Stück. Das Ding ist in der Luft. Wir haben relativ wenig Luftwiderstand und wir wollen ja nur beschleunigen auf gut 120 km/h. Brauchte man so eine hohe Motorleistung? Ist es vielleicht nur das Steigen von dem Zeppelin? Kann ich mir gut vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, wenn es in der Gleitphase ist, dann will das Ding ja gar nicht wirklich bremsen. Das will ja wirklich von alleine vorwärts gehen. Und ja, ist schon ein wirklich beeindruckender Motor. Wir gehen mal nach da oben, komm mit.
Was ich hier vorne sehe, hier drunter ist eine Art Planetengetriebe. Planetengetriebe, weiß ich gar nicht, warum das da vorne wirklich sein muss. Aber schwierig zu sagen. Dazu kommt, was man auch sehen kann, ist, dass wir hier unten, siehst du diesen Schraubverschluss, den wir hier vorne haben? Also wir haben hier das Kurbelgehäuse in diesem grauen Teil und oben haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zylinder. Und somit haben wir einen 16-Zylinder V-Motor, was natürlich schon mal an sich eine Grundstabilität voraussetzt. Aber die Köpfe hier, siehst du das? Diese einzelnen Zylinder, die haben Verschraubung. Und das haben die aus dem Grund gemacht, ich denke, um eine gute Wartungsfreundlichkeit zu haben. Das heißt, man war in der Lage, diese Zylinder wirklich auf dem Flug, die haben ja einzelne Motoren ausgeschaltet und konnten wirklich im Flug Reparaturarbeiten machen. Da sitzen welche hinten im Heckleitblech. Oder in der Heckflosse unten drin. 1, 2, 3, 4 Motoren pro Seite, also 8 Motoren. 8 mal 16 Zylinder, 8 mal 8 Liter Hubraum, um den einmal vorwärts zu bewegen. Dann haben wir oben die Propellermaschine drunter. Das heißt, die Jungs sind wirklich gestartet von dem Zeppelin aus und sind dann weitergeflogen in die Kampfeinsätze. Dann haben wir hier nochmal ein Modell aus dem Zweiten Weltkrieg mit 4 Motoren, sehr große Motoren, also wenn man das sieht im Vergleich, sind die Motoren deutlich größer. Hier ist so eine Werft, ich denke mal, das nennt man Werft, wo die drin sitzen. Und wenn der Zeppelin schon 245 Meter ist, dann ist das Gebäude definitiv länger. Oder guck mal hier, wieder so ein Größenverhältnis. Das Ding da oben fliegt, das Flugzeug ist unterwegs und das kommt von hinten. Graf Zeppelin. Beeindruckend. Ach, das ist die Nase. Die ist so rangekommen, wie wir sehen können, ist also so eine runde Einschnackmechanismus. Und wenn die Nase drin hing, dann hat man den Hebel nach oben geschoben und dann war der Zeppelin quasi festgehalten, gefangen. Aber ein 245 Meter langen Zeppelin in dieses Nadelöhr reinziehen, manuell, mit Menschen, die an Seilen ziehen und noch großen Motoren mit 8 Liter, 16 Liter Hubraum oder 16 Zylindern, das muss man sich auch mal vor Augen halten, was für ein Kraftakt das gewesen sein muss, wirklich den Zeppelin zurück in sein Dock zu bekommen, damit das Ding wirklich auch zum Stillstand kommt, damit du auch weggehen kannst, weil ich glaube, nur Festseilen hat es ja auch nicht gebracht, das heißt, du musstest ihn ja fixieren. Und dann so genau mit so einem kleinen Teil, ein von diesem Punkt an 245 Meter langes Fluggerät einfangen. Das heißt, es ist länger als das Gebäude. Es ist ja zweimal so lang oder dreimal so lang wie das Gebäude. Auf dieser Spitze? Ich weiß ja nicht. Ein Lufttorpedo wurde aber nicht umgesetzt, weil das Werk, wo der Lufttorpedo damals so gebaut werden sollte, wurde zerbombt. Und dann hat man das ganze Projekt fallen lassen. Lufttorpedos. Würde man heute, denke ich mal, Raketen nennen. Was auch für eine Ingenieursleistung, ne? Also, ich bin mir sehr sicher, dass große Toleranzen waren bei so einem Luftschiff von rechts nach links, weil es ist ja ein riesen Konstrukt, ist ja wie so ein Spinnennetz an Teilen. Und wenn du da ein bisschen mehr spannst, weil ich habe gesehen, da unten sind Kurbeln und über die Kurbel spannst du ja einzelne Seile und ziehst somit das Konstrukt zusammen. Aber trotzdem, zu dieser Zeit, um die 40er, 30er, 20er Jahre in der Lage zu sein, ein 200 Meter langes Aluminiumkonstrukt zu fertigen, mit einer Toleranz, die wirklich, wie ich glaube, minimal war, wenn wir das hier nämlich hier oben sehen, ist das schon eine sehr, sehr beeindruckende Leistung. Und dann mit dem Ziel, eine Reisegeschwindigkeit von 120 km/h zu erzielen, mit einer Passagierzahl um die 100 Leute, dann ist das sehr optimistisch, würde ich mal sagen, weil das musst du erstmal packen. Du musst erstmal Leute dazu bekommen, zu investieren. Du musst mal Leute dazu bekommen, komm, wir fangen an zu bauen. Und fängst an bei Meter 1 und hast noch 240 vor dir. Das ist ein Wort. Luftschiff ist die Route, und ich bin die noch nicht geflogen, aber ich kann es mir gut vorstellen, ist die Route Los Angeles-Tokio geflogen. Das ist mit einem Flugzeug ein harter Trip. Mit einem Luftschiff. Unbeschreiblich. Sehr, 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 sehr schönes Konzept. Die Anfänge von dem Verbrennungsmotor. Wir brauchen ja immer eine
wie eine Art Nockenwelle. Doch in diesem Fall war es damals so, seht ihr die großen Zahnräder, die rechts und links laufen? Über einen mechanischen Trieb, der von der rechten Seite der Bank kommt. Wie fangen wir an? Also wir haben unten die Kurbelwelle drin laufen. An der Kurbelwelle laufen die beiden Zahnräder mit. Einmal rechtsbündig, einmal linksbündig. Und über diese Welle hier drin werden die Stößel für die oberen Kipphebel betätigt. Und somit konnten wir die Einzelstoßzeiten machen. Aber jetzt kommt der Clou. Kommen wir hier rüber. Dort an der Seite haben wir noch außen liegen nochmal ein Zahnrad, ganz links. Das treibt wieder so eine Art Pumpe an und pumpt somit nochmal Luft zusätzlich in den Motor rein. Und dieser Motor ist Daimler Luftschiffmotor. Das ist kaum zu glauben. Der von 1908. Das ist geil. Das ist geil. Und auch wenn man das so sieht, 1908 geben die Jungs sich wirklich Mühe, die höchste Effizienz und die höchste Motorleistung zu erzielen, die nur geht. So, jetzt hört euch das mal an. Wir haben 105 PS. Unfassbar. Ich feiere das gerade sehr, sehr doll. Wir haben 105 PS bei 1100 Umdrehungen. Okay? Haben einen 14er Motor mit 14 Liter Hubraum. 14 Liter Hubraum erzielen 105 PS. Nach heutigen Standards kann man das, glaube ich, gar nicht bauen. Ja? Es ist so ineffizient, wie es nur sein kann. Aber so entwickeln sich die Motoren weiter. 1908 war das, hat man das gesehen und da hat man sich gedacht, das ist Maß der Dinge. Genau so bauen wir das. Heutzutage sind wir in der Lage, eine Literleistung bei turboaufgeladenen Motoren von 200 PS zu fahren. Eine Literleistung von 200 PS aus einem Liter. Hier brauchen wir 14 Liter für 100 PS. Und unbeschreiblich, also diese Reise des Motors mitzuverfolgen. Was sehe ich hier noch? Hier ist so ein Stellhebel. Genau, dieser Stellhebel, das ist ganz interessant. Das ist sogar sehr interessant. Jetzt müsst ihr wirklich genau zuhören, weil jetzt geht es wirklich in die feine Motorentechnik. Dieser Stellhebel hier, den konnte man so verschieben. Und wenn man den verschiebt, geht dieses Gestänge rüber an unsere Umlenkhebelkraft, an die Steuerzeiten von den Kipphebeln oben. Was hat das gemacht? Ich denke, hier war so eine Art Bremse, konnte die Steuerzeiten auf früh und spät verstellen. Das heißt, wenn du dann nämlich das Verhältnis der Drehzahl von Kurbelwelle zu Nockenwelle änderst, hast du ja eine Zündung nach vorne gezogen oder nach hinten gezogen. Somit konntest du den Füllgrad des Brennraums konntest du noch mal ein bisschen variieren und konntest somit untertourig den Motor mehr Leistung entwickeln lassen. Untertourig ist hier relativ bei 1100 Umdrehungen. Oder konntest du den Motor obenrum mehr Last laufen lassen. Das heißt, auch damals haben sie sich schon damit beschäftigt, den Motor in seiner Art und Weise zu modifizieren und in denen effizienter laufen zu lassen. Bis wir heute zu der Technik gekommen sind, in der wir jetzt sind. 1874 formulierte Graf Zeppelin erste Gedanken über ein Luftschiff. 1874, da waren noch andere Themen gerade da. Da hat er schon über ein Luftschiff nachgedacht. Die erste bemannte Fahrt in einem Gasballon machte César Charles und sein Mitarbeiter Noël Robert am 1. Dezember. Und jetzt kommst du. 1783. In 2 Stunden legten sie 36 Kilometer in rund 450 Meter Höhe zurück. Sofort nach der Landung machte Charles alleine einen zweiten Aufstieg und erreichte eine Höhe von rund 3000 Meter. Wegen der großen spezifischen Tragkraft von Wasserstoffgas war Charlie der Monteur deutlich überlegen. Dieser Geist, diese Experimentierfreudigkeit, sowas machen zu wollen, du bist in der Lage, 1783 eine Distanz von 36 Kilometer hinter dich zu bringen, in einer Höhe von 450 Meter. Ich kann es mir original vorstellen, der kommt auf den Boden an, dein Kollege hat wirklich einen Frack, der hat richtig Schiss, sagt, ich steige jetzt hier aus, ich habe keinen Bock mehr. Und dann sagt der Chef, pass mal auf, ich mach's jetzt alleine und du bist 450 Meter hoch, ja, hast wirklich einen Kaffee auf, sagst, ich will hier raus, dann sag ich, mach's jetzt alleine. Geht nochmal hoch auf 3000 Meter. Ja. Hat er gewollt. Hat er ernst gemeint, hat er gesagt, das geht. Ging ja auch. 3000 Meter. Was ganz interessant zu beobachten ist, ist wie folgt. Wenn man diesen Abzweig sieht, siehst du diesen kleinen Schnorchel, der unten in die Kabine reingeht? Mhm.
Wenn du den siehst, ich denke, man hatte ein kleines Feuer nämlich drunter und war dort in der Lage, separat punktuell noch viel mehr Hitze in den Ballon reinzumachen. Und die Hitze hat natürlich ihn steigen lassen. Und so kam er auch auf seine 3000 Meter. Einmal das und unten die beiden Fahnen, denke ich mal, haben ihm auch gezeigt, wie der Wind steht um ihn und um seinen Ballon. 3000 Meter, 1783. Wie viele Farben hat er damals schon gehabt, ne? Sieht gut aus. Gelb-Rot, da war auch eine Musikanlage am Bord. Bist du denn auf dem Bahamas geboren? Nein, ich bin in Plettenberg geboren, am tiefsten Sauerland. Aber ich bin einmal bis zweimal mehr dort. Ich bin der Hans. Hans. Ich komme wieder, versprochen. Na hier? Ja, mit meiner Freundin. Die magst du bist öfters hier? Wegen der Tuning-Messe bin ich öfter hier. Das passt. Genau. Und dann bin ich nochmal da, dann komme ich wieder. Okay, sehr gerne. War mir eine Freude. Hans, viel Spaß noch. Wann bin ich im Fernsehen? Jetzt schon. Wann?